Ja, ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Wir haben ja in der vergangenen Woche das Drama um Schlecker erlebt. Die Schlecker-Frauen sind Opfer einer parteipolitischen Profilierung der FDP geworden. Aber die Bundeskanzlerin hat auch überhaupt nichts dagegen unternommen. Und aus meiner Sicht ist es auch, ich werde es dann im Detail noch begründen, zu billig, sich hinter der FDP zu verstecken, denn so breit ist der Rücken von Herrn Rösler wirklich nicht, dass die Parteien, die jetzt sagen, ja, hätte es die FDP nicht gegeben, hätten wir diese Bürgschaft zusammenbekommen, sich alle dahinter verstecken dürfen. Es geht ja insgesamt um 25.000 Frauenarbeitsplätze. Natürlich sind das keine Arbeitsplätze, die sehr gut bezahlt sind. Aber viele von Ihnen haben ja auch in den letzten Wochen mitverfolgt, wie die Mitarbeiterinnen von Schlecker um ihre Arbeitsplätze gekämpft haben. Auch die Gewerkschaft hat sich engagiert. Es gab auch hier in Berlin ja verschiedene Aktionen. Und darum ist es wirklich ein Drama, dass diese Bürgschaft nicht zustande gekommen ist. Ja, also man muss erst mal festhalten, dass es sich hier um eine Bürgschaft handelt. Es geht hier nicht um ein Geschenk für Anton Schlecker, sondern es geht um die Arbeitsplätze von 25.000 Mitarbeiterinnen. Die Transfergesellschaft kommt jetzt nicht. Das heißt natürlich, dass die restlichen 14.000 Arbeitsplätze jetzt in Gefahr sind. Das bedeutet natürlich, dass die Arbeitsagentur angekündigt hat, sie will eine intensive Vermittlung machen. Aber intensive Vermittlung ist eigentlich nur eine Scheinlösung, weil wir wissen alle ganz genau, dass gerade im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Instrumente die Bundesregierung dort 30% im Bereich der Qualifizierung gespart hat. Und deshalb sind wir eigentlich der Meinung, dass hier ganz deutlich die Bundeskanzlerin hätte diese Bürgschaft übernehmen müssen. Denn bei anderen Firmen ging es in den letzten Jahren auch. Also die Bundesregierung, ich habe dort angefragt, hat gerade in den Krisenjahren 9 und 10 9 Milliarden Euro an Krediten und Bürgschaften an Großunternehmen gezahlt. Warum nicht für Schlecker auch? Und nochmal zur FDP zu sagen, die FDP hat hier eindeutig den Weg geebnet für die Marktbereinigung zugunsten von DM und Rossmann. Und bei DM und Rossmann wissen wir ganz genau, dass dort keine Tarifverträge da sind, dass dort sehr viel prekäre Beschäftigung da ist. Und das bedeutet natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie noch weniger Geld verdienen werden, als sie jetzt schon hatten. Ich will vielleicht noch einmal etwas zu den ganzen Finanzen sagen. Es ging um 70 Millionen Euro. Ich bin ja für die Fraktion Die Linke Mitglied im Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und wir haben am vergangenen Dienstag auf der Sitzung des Verwaltungsrates ja selbstverständlich über die Frage Schlecker gesprochen. Von der KfW war ganz klar die Aussage, wenn die Bürgschaft zustande kommt, wovon dort der Vorstand der KfW am Dienstag noch ausging, dann werden selbstverständlich diese Gelder zur Verfügung gestellt. Also an dieser Stelle gab es überhaupt kein Vertun. Und ich habe aber vorhin schon gesagt, ich kann nicht zulassen, dass sich alle hinter dem doch nicht ganz so breiten Rücken von Wirtschaftsminister Rösler verstecken. Wenn wir eine Situation gehabt hätten, dass die 11 Bundesländer, in denen die FDP nicht an der Regierung beteiligt ist, sich zusammengetan hätten und einfach mal die kleine Rechenaufgabe miteinander durchgehen, 70 Millionen durch 11 sind 6,3 und noch was Millionen, wären also 6,3 Millionen Bürgschaft für jedes Bundesland herausgekommen, für jedes dieser 11 Bundesländer. Und um sich diese Zahl vielleicht mal ein bisschen besser vorstellen zu können, das ist so der Gegenwert von zwei Villen am Starnberger See. Also das ist jetzt nichts, wovon Bundesländer in die Knie gegangen wären. Und deshalb ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu billig, dass sich nun auch die SPD so hinter der FDP versteckt. Von der CDU wollen wir in dem Fall gar nicht reden. Aber trotzdem ist die Hauptverantwortung bei der Bundeskanzlerin. Das ist unsere Position, die Frau Zimmermann ja auch gerade noch einmal unterstrichen hat. Und mich wundert häufig, dass man so über Zahlen so isoliert spricht und diskutiert. Denn wenn wir uns mal eine andere Geschichte anschauen, wo Bundesmittel ganz schnell zur Verfügung gestellt wurden, beziehungsweise wo ein KfW-Kredit angewiesen wurde, das ist der Einstieg des Bundes bei EADS, und zwar mit 1,6 Milliarden, um 15% der EADS-Anteile, also des Luftfahrt- und Raumfahrtkonzerns EADS, zu übernehmen. Das ist das 228-fache des Schlecker-Kredits. Und der Witz an der Geschichte ist, dass eigentlich niemand bei EADS daran interessiert ist, diese
an dieser Bundesbeteiligung und es wird auch kein einziger Arbeitsplatz damit gerettet. Und das Groteske, das vielleicht auch mal in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden müsste, ist, dass es hier um die Teilprivatisierung eines Großkonzerns ging, beziehungsweise Teilverstaatlichung eines Großkonzerns. Da macht der marktradikale Rösler gerne mit. Und wenn es um die Arbeitsplätze von Frauen geht, dann wird blockiert. Und darum haben wir uns auch entschlossen, als Linke nicht nur mündlich unsere Forderungen zum Ausdruck zu bringen, sondern auch mit einer Plakataktion unsere Forderung zu unterstreichen. Frau Kanzlerin, sind Ihnen 25.000 Schleckerfrauen egal? Um unsere Position noch mal zu verdeutlichen, dass wir der Auffassung sind, hier muss die Bundeskanzlerin handeln, hier muss sie die Blockade der FDP abräumen. Gibt es Fragen bei Ihnen zum Thema Schlecker speziell? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zimmermann. So, dann werde ich mich noch zu anderen aktuellen Themen äußern. Erstens zum Thema Stempelsteuer oder Finanztransaktionssteuer. Zweitens zum Thema Pendlerpauschale, zur Diskussion um die Pendlerpauschale. Drittens zur Diskussion um das Betreuungsgeld. Viertens zum Steuerstreit mit der Schweiz. Und ich möchte Sie informieren über den Stand der Vorbereitung der Linken für die Wahlkämpfe oder auf die Wahlkämpfe und natürlich die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Zum Thema Stempelsteuer oder Finanztransaktionssteuer. Wir haben alle miteinander schon häufig erlebt, dass sich sowohl die Bundeskanzlerin als auch Herr Schäuble geäußert haben, dass sie persönlich ja sehr für die Finanztransaktionssteuer wären, das leider nicht durchsetzen können auf den verschiedenen Ebenen. Die Kanzlerin verweist dann immer wieder auf den politischen Riesen FDP und Herr Schäuble verweist darauf, dass er sich bei seinen europäischen Ministerkollegen nicht durchsetzen könne. Nun hat er wieder mal versucht, so ein Ablenkungsmanöver zu starten, eine Mini-Variante in die Diskussion zu bringen, und zwar die sogenannte Stempelsteuer. Dabei geht es, wie wir sie aus Großbritannien kennen, dabei geht es um eine ausschließliche Belastung von Aktien und geht an den Problemen der Finanzmärkte absolut vorbei. Denn die entscheidende, die gefährliche Frage sind ja die Finanzmarktprodukte, wie sie so schön heißen, die Derivate, die steuerlich damit nicht erfasst würden. Wenn wir in Deutschland über Einnahmeerwartungen aus der Finanztransaktionssteuer sprechen, dann können wir bei einem Steuersatz von 0,1% 50 Milliarden einrechnen. Ein Sechstel des aktuellen Bundeshaushaltes, um sich das mal ins Verhältnis zu setzen. Und das wäre natürlich eine riesige Entlastung. Die britische Stempelsteuer bringt pro Jahr ungefähr 4,5 Milliarden Euro ein. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, ein Zehntel ungefähr. Und wir werden nicht müde werden, die Finanztransaktionssteuer zu fordern. Und ich bin gespannt, ob die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, bei ihrer Forderung bleibt, den Fiskalpakt zwingend mit der Finanztransaktionssteuer zu verbinden. Aber auch da haben Sie ja alle die internen Diskussionen mitverfolgt. Zweitens zum Thema Pendlerpauschale. Auch hier muss ich noch einmal die FDP ansprechen. Sie hat die höhere Pendlerpauschale gefordert, in dem Wissen, dass die CDU das ablehnen wird. Wir als Linke haben uns mehrfach zu dem Thema positioniert und dazu auch Anträge in den Bundestag eingebracht. Wir möchten, dass die Pendlerpauschale von 30 auf 45 Cent pro Kilometer erhöht wird. Seit dem Jahr 2004, das ist also schon eine Weile her, ist keine Erhöhung mehr erfolgt. Und auf der anderen Seite besteht unsere Forderung darin, dass die Bundesregierung gegen die Preisabsprachen zwischen den Ölkonzernen vorgehen muss. Wir erleben jedes Jahr in der Urlaubszeit, insbesondere jetzt wieder vor Ostern, dass viel geredet wird, aber nichts unternommen wird. Der Bundeswirtschaftsminister, Herr Rösler, zufälligerweise auch von der FDP, könnte seine Möglichkeiten nutzen, einen Preisstopp durchzusetzen für die nächsten 14 Tage, wäre zum Beispiel eine ganz machbare Forderung, und alle anderen Diskussionen, die von dieser Partei kommen, sind
ansonsten, glaube ich, nicht glaubwürdig in dieser Frage. Wir wollen allerdings, dass die Pendlerpauschale unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel ausgezahlt wird und anerkannt wird, jeder Weg, egal ob man nun ein Kraftfahrzeug benutzt oder nicht. Wir haben dazu auch einen Antrag im Bundestag laufen und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wir sind auch der Auffassung, dass es wirklich eine Genehmigungspflicht für Benzinpreiserhöhungen geben muss und dass die Bundesnetzagentur dafür zuständig gemacht werden sollte. Drittens zum Thema Betreuungsgeld. Wir hatten ja in der vergangenen Woche im Bundestag eine Debatte darüber, ob 150 Euro im Monat ausgegeben werden sollen, um Frauen davon fernzuhalten, ihre Kinder, insbesondere geht es ja um Frauen, Familien davon fernzuhalten, aber Frauen davon ferngehalten werden sollen, ihre Kinder mit anderen Kindern in der Kita spielen und lernen zu lassen. Und ich finde das sehr interessant und gut, dass es augenscheinlich einen wichtigen Widerstand und einen anwachsenden Widerstand gegen diese Herdprämie in den Reihen von CDU, auch CSU gibt und dass dieser aktiven Diskriminierungspolitik entgegengetreten werden soll. Übrigens erstaunlich, wenn wir über Schulden sprechen, dieses Betreuungsgeld soll ja über neue Schulden finanziert werden. Ich finde es unsinnig, für so ein rückwärtsgewandtes Projekt neue Schulden aufnehmen zu wollen. Vierter Punkt, der Steuerstreit mit der Schweiz. Wir haben alle gehört von dem Haftbefehl aus der Schweiz gegen deutsche Steuerfahnder. Die Empörung ist groß bei allen, die Empörung ist berechtigt, aber wir sollten uns nicht mit der Empörung zufrieden geben. Viel eindrucksvoller und für, glaube ich, auch Empörung viel anlassbietend ist doch die Tatsache, dass nicht nur die Schweiz, sondern auch die Bundesrepublik Deutschland eine Steueroase ist und beim Kampf gegen Steuerhinterziehung doch sehr lasch vorgeht. Es gibt eine NGO, die sich mit der Frage der Steuerfinanzplätze, der Schattenfinanzplätze, wo man am besten Steuern hinterziehen kann, auseinandergesetzt hat. Es gibt eine Liste mit 73 Positionen der wichtigsten Schattenfinanzplätze und da steht Deutschland auf Platz 9. Ein wichtiger Punkt, der für die Bundesrepublik Deutschland kritisiert wird, ist die Frage, dass das Bankgeheimnis in Deutschland so restriktiv gehandhabt wird wie in der Schweiz, sodass man der Steuerhinterziehung nicht aktiv entgegenwirkt, wie es sein müsste. Dann möchte ich mich äußern ganz kurz zu der Sitzung des Parteivorstandes, des geschäftsführenden Parteivorstandes, die heute Vormittag stattgefunden hat. Wir haben uns insbesondere mit der Vorbereitung der Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Wir haben uns natürlich dazu entschlossen, möglichst ausreichend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch Finanzmittel, die den Wahlkampf unterstützen sollen, nochmal zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Aber darüber hinaus versuchen wir auch unsere Mitglieder, Sympathisanten, Unterstützer zu gewinnen, auch für diese Wahlen, die ja in beiden Fällen nicht planmäßig stattfinden, sondern vorgezogen zu spenden. Es geht natürlich vor allen Dingen darum, auch Plakatwerbung mitfinanzieren zu können in größerem Ausmaß, als das bisher möglich ist. In Nordrhein-Westfalen auf dem Landesparteitag sind am Wochenende die Spitzenkandidaten nominiert worden, also die gesamte Landesliste, aber natürlich insbesondere standen im Zentrum der Aufmerksamkeit die Spitzenkandidaten. Alle, so ist das meine Einschätzung, die in Nordrhein-Westfalen auf dem Parteitag waren. Die Mitglieder der Partei sind sehr engagiert, motiviert für den Wahlkampf. Es steht natürlich die soziale Frage im Mittelpunkt und ich kann auch kurz zusammenfassen, dass die Linke in Nordrhein-Westfalen in den 2 Jahren, die sie im Parlament gearbeitet hat, erhebliche Erfolge verbuchen konnte. Ein ganz zentraler Punkt ist für mich die Abschaffung der Studiengebühren. Und das wäre natürlich alles nicht möglich gewesen, wenn nicht Frau Kraft durch die Linke auch die Möglichkeit bekommen hätte, Ministerpräsidentin zu werden.
Die Frage der Studiengebühren ist ja eine, die in allen Bundesländern uns besonders am Herzen liegt. Auch in Hessen ist es ja gelungen, mit der Linken diese Studiengebühren abzuschaffen. Und dort, wo die Linke Einfluss hat, gibt es keine Studiengebühren. Das ist, glaube ich, eine gute Botschaft. Zentrale Punkte sind in Nordrhein-Westfalen für die Wahl die Einführung eines landesweiten Sozialtickets von 15 Euro, gebührenfreie Kita-Plätze für alle Kinder, die Frage der vernünftigen Löhne, also Mindestlöhne, gesetzliche Mindestlöhne und natürlich die entsprechende Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Und wir haben als eines der wichtigen Punkte, auch weil natürlich die Situation, die Diskussion auch über Nordrhein-Westfalen hinausgeht, die Frage, wie werden die Haushalte saniert? Und wir werden auch in Nordrhein-Westfalen dafür werben, dass wir eine Einnahmenpolitik brauchen, die auch die Ausgaben absichert. Und ich finde es übrigens sehr vernünftig, dass sich auch der Kollege Peer Steinbrück von der SPD jetzt eindeutig positioniert hat. Ohne Einnahmen des Staates ist auch keine Aufgabenerfüllung möglich. So viel.